klar. Und das Ziel meines Teils des Vortrags ist, Sie heute alle ein bisschen zu kleinen Schlaganfallexperten zu machen, damit Sie, weil mindestens einen Angehörigen oder Sie selber mal eilen sollte, quasi genau wissen, wie erkenne ich den Schlaganfall und was muss ich tun, wenn der Schlaganfall stattfindet. Das heißt, wir haben bei mir jetzt relativ viel Stoff vor uns und fangen gleich mal an. Das Erste, was ich irgendwie so ein bisschen nahelegen will, ist, warum ist denn der Schlaganfall überhaupt so wichtig? Und das liegt daran, dass es eine sehr häufige Erkrankung ist. Also die, es sind ungefähr 270.000 Menschen jährlich in Deutschland, die an einem Schlaganfall erkranken. Wir haben es also mit einer mit der häufigsten neurologischen Erkrankung zu tun, ja, vor allem in der Notfallsituation. Die Inzidenz liegt bei, also das heißt, die Neuerkrankungsrate liegt bei 150 bis 100.000 pro Jahr ungefähr. Ja. Die ersten 200.000 Patienten von diesen 270.000 Patienten haben ihren allerersten Schlaganfall und die anderen 70.000 haben einen zweiten oder dritten oder vierten Schlaganfall. Was auch wichtig ist, die Erkrankung ist, hat ein realistisches Risiko, dass man daran auch versterben kann. Und das sehen wir an den anderen Zahlen. Ungefähr 10% der Patienten versterben innerhalb der ersten 4 Wochen und es sind dann schon innerhalb des ersten Jahres 20% ungefähr der Patienten, die an den Folgen eines Schlaganfalls versterben können. Und es ist auch eine Erkrankung, die eben nicht einfach folgenlos ausheilt oder in vielen Fällen nicht folgenlos ausheilt, sondern auch die Überlebenden sind zu 30% nach ihrem Schlaganfall pflegebedürftig, also nicht alltagskompetent, auf fremde Hilfe angewiesen. Und sofern sich der Schlaganfall bei Patienten ereignet, die eben noch im Berufsleben stehen, sind ungefähr 40 bis 50% nach ihrem Schlaganfall erstmal nicht arbeitsfähig. Also es ist eine durchaus relevante Erkrankung, nicht nur für den Einzelnen, der betroffen ist, nicht nur für die Familie, die sich natürlich da kümmern muss, sondern auch so gesamtgesellschaftlich und ökonomisch gesehen. Es ist durchaus eine sehr relevante Erkrankung. Ungefähr 1 Million Bundesbürger leiden an den Folgen eines Schlaganfalls. Es ist so insgesamt, wenn man sich quasi alle Erkrankungen in Deutschland anguckt, nach dem Krebs und Herzerkrankungen die dritthäufigste Todesursache. Also deswegen müssen wir uns alle mit dem Schlaganfall beschäftigen. Und wir fangen mal so ganz basal an. Wir wollen ja einmal klären, was ist der Schlaganfall überhaupt? Es ist eine umschriebene Durchblutungsstörung des Gehirns, das kann man ganz einfach sagen. Und um das so ein bisschen für Sie auch verständlich zu machen, die ja alle kein großes medizinisches Vorwissen haben, habe ich noch einmal den quasi Kreislauf mitgebracht. Wir wissen vielleicht aus dem Biologieunterricht noch, dass es einen kleinen Kreislauf gibt, den Lungenkreislauf und einen großen Körperkreislauf. Das heißt, das sauerstoffarme Blut kommt einmal aus dem rechten Herzen in den Lungenkreislauf, wird dort mit Sauerstoff angereichert, gelangt dann zum linken Herzen und von dort über die Hauptschlagader, die Aorta, wieder in den Körperkreislauf. Und das ist die Stelle, wo auch der Schlaganfall quasi stattfindet. Das sieht dann im Einzelnen so aus, jetzt wird es ein bisschen spezieller, aber Sie wollen ja alle Schlaganfallexperten werden. Es gibt insgesamt 4 Arterien, die quasi abgehend am Ende entweder aus kleinen, also aus Ästen oder direkt aus dieser Hauptschlagader das Gehirn versorgen. Das Hirn hängt quasi am Herzen, so kann man sich das vorstellen. Alles ist immer paarisch angelegt, weil das Gehirn ja auch 2 Hirnhälften hat. Und dann haben Sie einmal quasi die vorderen Halsschlagadern. Das sind die sogenannten Karotiden, das hat man vielleicht schon mal gehört. Und dann haben Sie einmal hinten 2 Halsschlagadern. Das sind die Vertebralarterien. Das sind die 4 Arterien, die quasi das Gehirn versorgen. Jetzt wird es schon ein bisschen technischer. Jetzt sehen Sie einmal, welche tollen Methoden auch unsere Kollegen von der Radiologie haben. Sie sehen mal einfach eine 2D-Rekonstruktion der hirnversorgenden Gefäße und einmal eine 3D-Rekonstruktion der hirnversorgenden Gefäße. Solche spannenden Bilder können tatsächlich unsere Radiologen machen. Und auf dem ganz linken Bild sehen Sie einmal quasi die Untenaufsicht auf das Gehirn. Wir gucken jetzt also einmal von unten. Dann sieht man hier hinten, jetzt brauche ich vielleicht doch mal den... Man sieht hier hinten das Kleinhirn und den Hirnstamm und hier kommen die 2 hinteren Halsschlagadern hoch. Ja? Und dann sehen Sie hier vorne quasi noch einmal ein bisschen abgeschnitten, wie auf beiden Seiten die vorderen Halsschlagadern quasi zum Gehirn lang gelangen. Und das Wichtige an dieser Folie ist einmal, dass also quasi dieser hintere Kreislauf, den wir haben, und dieser vordere Kreislauf, den wir haben, durch einen Arterienkranz miteinander verbunden ist. Es gibt hier also für das Gehirn quasi die Möglichkeit, Kollateralen zu bilden, also Umgehungskreisläufe zu bilden. Das funktioniert einmal auch noch über die vordere Halsschlagader, die so Gesicht und Augen versorgt. Da hatten wir noch einen zweiten Umgehungskreislauf. Und es geht auch über
die Arterien, die die Hirnhäute versorgen. Also wir haben verschiedene Möglichkeiten des Gehirns, quasi bestimmte Ausfallerscheinungen eines Gefäßes auch zumindest über einen Zeitraum zu kompensieren. Und das wird jetzt hier noch wichtig im Verlauf. Jetzt gucken wir uns einmal das spannende Gehirn an. Also eines der spannendsten Organe, die es gibt, muss man ja sagen. Und das Spannende an dem Gehirn ist, dass quasi alle Funktionen, die quasi ja vom Körper ausgeführt werden, also sowohl motorische Funktionen, alles was Gefühl angeht, zum Beispiel das Sehen, also diese Verarbeitung von allem Gesehenen, die Verarbeitung von allem Gehörten, aber auch Denkfähigkeiten, das Schreiben, alles Mögliche. Auch die Sprache ist ja im Gehirn quasi vom Gehirn koordiniert. Und das, was eben hier interessant ist, ist, dass das so ein bisschen kartografisch aufgetrennt ist im Gehirn, dass also bestimmte Bereiche des Gehirns immer für eine Funktion zuständig sind. Wir haben hier also Nervenzellverbände, die eine ganz spezifische Aufgabe haben. Und das, was ich quasi auch den Anfängern in der Neurologie und den Studenten immer erzähle, ist, dass quasi die Symptome oder die Beschwerden bei einem Schlaganfall genauso vielfältig sind wie die Funktionen unseres Gehirns. Ja? Das heißt, jede Funktion kann hier gestört werden. Man spricht dann auch von einer akuten Hirnfunktionsstörung. So, jetzt wollen wir einmal kurz klären, welche Arten von Schlaganfällen es eigentlich gibt. Und es gibt quasi zwei große Gruppen, die ungefähr im Verhältnis von 80 zu 20 auftreten. Und das ist einmal, man sagt quasi allgemein, die blutigen Schlaganfälle und die nicht blutigen Schlaganfälle. Die nicht blutigen Schlaganfälle oder also Durchblutungsstörungen nehmen ungefähr 80% ein und kommt also quasi zu der Verstopfung eines Rohres, wie im Gehirn das Blutgefäß plötzlich verstopft wird. Und bei den blutigen Schlaganfällen ist es so, dass es eben zu plötzlichen Einrissen oder zu plötzlichen Platzen von Gefäßen kommt und dass plötzlich Blut austritt. Die häufigste Ursache dafür, dass es eben zu Blutungen im Gehirn kommt, ist der Bluthochdruck. Also dann, wenn der Druck halt hoch ist, können eben gerade dann, wenn Gefäße vielleicht auch nicht mehr ganz gesund sind, schon ein bisschen erkrankt sind, auch reißen oder platzen. Und dann kommt es eben zum Austritt von Blut ins Gehirn. Und das Wichtige ist hier, dass man sieht das jetzt schon so ein bisschen, es kommt ja zu einem Zusatz, ein Volumen plötzlich in dem Schädelknochen. Ja? Und der Schädelknochen kann sich nicht ausdehnen, das ist ganz hartes Gewebe. Das heißt, man hat hier eben ein hohes Risiko, an den Folgen einer Hirnblutung auch zu versterben. Und dann gibt es eben die nicht-blutigen Schlaganfälle, die Hirninfarkte. Und die sind typischerweise verursacht durch Verschleppung von Blutgerinnseln. Ja? Das kann einerseits sein, dass es zu Verschleppungen quasi von kleinen Blutgerinnseln aus dem Herzen kommt. Nämlich dann, wenn Blut nicht so richtig regelmäßig im Fluss ist. So erkläre ich das halt tatsächlich den Patienten auch immer. Nämlich, wenn eine Herzrhythmusstörung vorliegt, die dazu führt, dass das Herz nicht mehr ganz regelmäßig schlägt. Dann kann es zu Blutverwirbelungen kommen. Dann wird das Gerinnungssystem aktiviert. Dann bilden sich im Herzen kleine Blutgerinnsel und die können eben verschleppt werden. Und eine zweite Stelle, die typischerweise dazu führt, dass es eben zu Verschleppung von Blutgerinnseln kommt, ist da, wo Engstellen entstehen an Gefäßen. Das kann vor allem oder betrifft sehr häufig die vorderen Halsschlagadern, nämlich da, wo sich die Halsschlagader nochmal auftrennt, also in solchen Abgangssituationen. Und dort können sich halt immer an so Verkalkungen, der Blutfluss verändern. Es kann auch zu Verwirbelungen des Blutes kommen und dadurch können kleine Gerinnsel entstehen oder die Gefäßwand reißt ein und ist dadurch wird das Gerinnungssystem aktiviert. Manchmal ist es auch so, dass ganz kleine Gefäße sich verschließen. Das geht dann relativ schnell auch an den kleinen Gefäßen. Die haben ja relativ geringen Durchmesser und dann kommt es eben so zu solchen kleinen Mini-Schlaganfällen. So, jetzt wollen wir einmal klären, warum es denn der Schlaganfall selber überhaupt so eine zeitkritische Erkrankung. Wir sagen ja immer, time is brain, schön aus dem Englischen, ne, oder Zeit ist Hirn. Und das erklärt sich dadurch, dass eben pro Minute abgelaufener Schlaganfall ungefähr 2 Millionen Nervenzellen im Gehirn sterben. Also jede Minute, die Sie warten, sterben ungefähr 2 Millionen Nervenzellen ab. Da kann man sich schon vorstellen, dass das ziemlich viel ist. Das erklärt auch schon von sich aus so ein bisschen, warum es so wichtig ist, dass man möglichst früh im Krankenhaus ist. Also nur, weil wir sagen, wir haben ein gewisses Zeitfenster, wo wir Patienten behandeln können, sollte man eben nicht zu Hause sagen, ach, ich mache noch mal eine Viertelstunde oder 30 Minuten und gucke, ob es besser wird, sondern je früher der Patient da ist, desto höher ist eben der potenzielle Nutzen unserer Behandlung.
Und das erklärt sich auch in der Folie nochmal schön. Da sehen wir das nochmal. Es ist so ein bisschen technisch, aber wenn Sie in den ersten 90 Minuten nach Beginn des Schlaganfalls quasi in die Notaufnahme kommen und wir eine Behandlung quasi einleiten können, dann muss man quasi in diesen ersten 90 Minuten nach Studienlage ungefähr 4,5 Patienten behandeln, um ein sehr gutes bis gutes Behandlungsergebnis zu erzielen. Das verdoppelt sich dann schon, wenn Sie zwischen 90 Minuten und 3 Stunden kommen. Ja, dann müssen Sie schon 9 Patienten behandeln, um für einen Patienten ein gutes bis sehr gutes Behandlungsergebnis zu erzielen. Und quasi bei 3 bis 4 Stunden in diesem Zeitfenster sind es dann schon 14 Patienten, die man einmal behandeln muss, um ein gutes Behandlungsergebnis zu erzielen. Und hier habe ich das nochmal so ein bisschen, um Ihnen zu verdeutlichen, warum das so ist, eine Folie mitgebracht. Man sieht nämlich, dass über den Zeitverlauf der Schlaganfall wächst, so sagt man. Also das kann man tatsächlich so sagen. Ich habe Ihnen ja vorhin schon einmal erklärt, dass es quasi diese Umgehungskreisläufe gibt. Zusätzlich kann das Gehirn auch noch durch Autoregulation den Blutdruck hochstellen. Und dadurch kann er über einen gewissen Zeitraum quasi den akuten Schlaganfall zumindest im Randbereich kompensieren. Und es entsteht das, was Sie da in Gelb quasi dargestellt sehen, so eine Art quasi Risikogewebe, das zwar noch nicht abgestorben ist und noch potenziell rettbar ist, obwohl es seine Funktion schon eingestellt hat. Und alles, was Sie in Schwarz sehen, sind quasi schon abgestorbene Nervenzellen. Das ist leider nicht mehr rettbar. Das heißt, je später Sie kommen, desto geringer die Chance, etwas zu retten und desto geringer auch quasi der Gewinn, den man aus der Behandlung hat. Und wenn dieses Konzept, das Konzept der Penumbra, so heißt das auch, macht man sich in der Schlaganfallbehandlung zunutze. Der Sinn ist nämlich, dass wir jetzt einmal versuchen, wenn der Patient schnellstmöglich da ist, mit seinen doch schweren neurologischen Symptomen, versuchen, das Gefäß wieder zu eröffnen. Und wir sehen ja einmal klein in schwarz, ganz am Anfang ist dieses quasi das Infarktkerngebiet relativ klein. Dann eröffnen wir das Gefäß und wir haben ringsum dieses ganze potenziell rettbare Risikogewebe im besten Falle retten können und der Schlaganfall ist nur minimal gewachsen über den Zeitverlauf. Und deswegen, jetzt kommt die Message, die eigentliche Botschaft, ja, deswegen ist es ganz wichtig, sich wirklich auf dem schnellstmöglichen Wege ins Krankenhaus zu begeben. Also Sie warten keine 5 Minuten, Sie warten keine 10 Minuten, ob es besser wird, sondern Sie rufen sofort die 112 an. Sie gehen auch nicht zum Hausarzt, ja, Sie gehen auch nicht zum kassenärztlichen Notdienst und Sie setzen sich auch nicht selber ins Auto und kommen ins Krankenhaus, sondern Sie rufen tatsächlich den Notdienst an. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Die zweite Botschaft ist, ganz für uns ganz immens wichtig ist, dass wir immer einmal wissen, welche Medikamente nehmen die Patienten ein. Ja? Und zum anderen, wenn es Angehörige dazu gibt, die das irgendwie beobachten, die das sehen oder was, selbst wenn man quasi nur Passant auf der Straße gewesen ist, einmal die Telefonnummer mitzugeben, dass man zur Not noch so ein paar Fragen stellen kann. Also in gewissen Fällen kennt man denjenigen, dem es passiert ist, aber man kann ja auch zu der Situation immer noch ganz wichtige Angaben machen. So, und derjenige, der seine Telefonnummer abgibt, hat entweder eine Mobilfunknummer mitgegeben, dann kann er sich auch irgendwie bewegen natürlich. In dem Fall der Fälle, dass er eine Festnetznummer mitgegeben hat, sollte er auch am Telefon bleiben. Und auch selbst, wenn Sie eine Mobilfunknummer angegeben haben, dann nicht die ganze Zeit telefonieren und XY-Angehörigen anrufen, sondern tatsächlich erreichbar sein. Also, wir wollen jetzt einmal kurz nochmal festhalten, wie erkennen Sie den Schlaganfall? Der Schlaganfall ist ein akutes Ereignis, das kann man sich vorstellen, es kommt ganz plötzlich, ja, aus heiterem Himmel, wie vom Schlag getroffen, so sagt es der Name ja schon. Ne? Und alles, wir haben ja schon einmal gelernt, wir haben 2 Hirnhälften, alles, was Halbseitensymptome sind, sollte Sie wirklich hochgradig alarmieren, dass da möglicherweise ein Schlaganfall vorliegt, also halbseitige Lähmung, das können aber auch tatsächlich nur Lähmung einer Gesichtshälfte sein, es können nur Lähmung eines Armes sein und es können auch nur Lähmung eines Beines sein. Also das ist dann quasi egal in Anführungsstrichen, aber so klassischerweise ein Halbseitensymptom. Auch dann Sensibilitätsstörung, Sehstörung, Gesichtsfelddefekte, Doppelbilder, ne? Die akute Sprach- oder Sprechstörung. Ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, quasi alles, was eine akute Hirnfunktionsstörung ist, kann ein Schlaganfall sein. Auch der Schwindel und die Gangstörung. Ja, da ist es vor allem so, dass man guckt so ein bisschen, ist das eine gerichtete Fallnahme, geht es immer nach einer Seite, wird der Schwindel angegeben mit zusätzlich bestehenden, zum Beispiel Doppelbildern oder mit einer zusätzlich bestehenden Sprachstörung, sowas wäre ganz wichtig. Oder gibt es auch einfach nur einen torkeligen Gang, auch das kann das Zeichen
eines akuten Schlaganfalls sein. So, der Kopfschmerz und die Gelanzminderung gehören dazu. Ich erkläre Ihnen das noch einmal. Kopfschmerz in der Regel wie vom Pferd getroffen. Es kommt plötzlich zu einem Plus an quasi Gewebe im Gehirn. Ja, dieses Blut, das ist ja ein zusätzliches Volumen, was im Gehirn plötzlich da ist. Oder es kommt auch zur Blutung zwischen den Hirnhäuten. Das tut mächtig weh. Die Hirnhäute sind da sehr schmerzempfindlich. Das heißt, der akut aufgetretene Kopfschmerz, den Sie so noch nie hatten, wie vom Pferd getreten, ist hochverdächtig. Einseitige Lähmung, das hatte ich schon erklärt, dass wir quasi so ein kartografisch aufgeteiltes Gehirn haben. Die Sehstörung, das ist nochmal spannend. Da bitte ich einmal quasi auf Bild A und Bild F zu gucken. Also entweder der einseitige Sehverlust ist hochverdächtig für einen Schlaganfall oder auch bei E und F eigentlich quasi der halbseitige Ausfall eines Gesichtsfeldes, was nicht immer tatsächlich sofort gleich erkannt wird von dem Patienten selber. Das erkennen manchmal tatsächlich nur Angehörige, weil man immer neben die Tasse greift, weil man zum Beispiel an den Türrahmen knallt beim Laufen. Die Sprach- oder Sprachverständnisstörung, die kann sich quasi, das ist manchmal auch nicht so einfach zu erkennen, das kann so ein bisschen wirken, als wenn der Patient verwirrt, so ein bisschen ratlos, er versteht nicht so richtig, was man von einem will und kann auch selber sich gar nicht mehr so richtig sprachlich äußern. Schöne Gangunsicherheit habe ich schon erklärt, vor allem dann, wenn noch zusätzlich Beschwerden da sind, aber im Grundsatz gilt immer, lieber einmal zu viel in der Rettungsstelle gewesen, als einmal zu wenig. Ja, gute Bewusstseinstrübung, ich glaube, dieses Bild sagt alles. Da ist es tatsächlich so, wenn Patienten plötzlich bewusstlos werden und umfallen, da zögert eigentlich am Ende keiner mehr und ruft unmittelbar den Rettungsdienst. Also nochmal, jetzt kommt uns ein bisschen redundant, aber nochmal die Wiederholung. 112 anrufen, wenn Sie den Verdacht haben auf Schlaganfall. Nicht zum Hausarzt, nicht zum Notdienst, nicht selber ins Auto setzen. Kommen Sie mit der 112, dann sind Sie am schnellsten da. Und hier ist auch nochmal wichtig, eine Bemerkung, nämlich auch die flüchtigen Beschwerden sind ganz essentiell. Warum ist das so? Das möchte ich Ihnen einmal klären. Die flüchtigen Schlaganfälle oder flüchtigen Symptome eines Schlaganfalls werden ja, weiß nicht, hat man vielleicht schon immer mal gehört, mit TIA oder TIA abgekürzt. Und wenn wir uns einmal angucken, wie hoch das Risiko ist, nach so einem flüchtigen quasi Schlaganfall einen richtigen Schlaganfall zu erwerben, dann sieht man, dass das Risiko nach dieser TIA ja, sogar höher ist, deutlich höher, als wenn man gerade einen Schlaganfall hatte. Also auch da kommen Sie ins Krankenhaus. Jetzt kommen wir schon zum Ende zu. Jetzt sind Sie quasi schon kleine Schlaganfall-Experten und wissen ganz genau, wie erkenne ich den Schlaganfall und was muss ich tun. Jetzt erkläre ich Ihnen so ein bisschen kurz noch, was ist unsere Aufgabe. Herr Kohler wird gleich nochmal zu quasi Prävention und Schlaganfallstationen reden und ich möchte Ihnen einfach zeigen, was wir akut in der Rettungsstelle machen können. Das ist nämlich die Auflösung des Blutgerinnels, was ja potenziell ein Gefäß verschließt. Und das sieht man an der Folie ganz gut. Wir haben einmal die Möglichkeit, ein Medikament zu geben. Sie werden quasi vorübergehend zum künstlichen Bluter gemacht. Und das Ziel ist natürlich, dieses Blutergerinnsel im Gefäß aufzulösen. Das birgt natürlich, das ist irgendwie, glaube ich, selbst erklärend, immer das Risiko, dass es auch mal zur Blutung kommt. Man ist halt jetzt quasi künstlicher Bluter. Das heißt, unsere Aufgabe in der Rettungsstelle ist einmal zu klären, ob man wirklich für diese Therapie geeignet ist. Deswegen brauchen wir Medikamentenpläne. Deswegen brauchen wir Angehörige, die uns ein bisschen was zur Krankengeschichte erzählen können. Wir haben ein klassisches Zeitfenster, das haben wir, glaube ich, schon kurz erwähnt, diese 4,5 Stunden. Inzwischen kann man nach Studienlagen und wenn man ganz ordentliche Bildgebung macht, das erkläre ich Ihnen gleich nochmal, an dem Fall kann man sogar dieses Zeitfenster ein bisschen ausdehnen. Das heißt, ganz selektive Patienten, ausgewählte Patienten, kommen auch noch manchmal später für so eine Behandlung in Frage. Und dann gibt es die zweite Möglichkeit und das ist quasi die mechanische Freilegung des Gefäßes. Das ist quasi synonym zum Herzkatheter. Herzkatheter kann man, glaube ich, viel mit anfangen. Das ist so im Volksmund Begriff. Und so eine Art Herzkatheter kann man eben auch fürs Gehirn machen. Also wir machen einmal diese Art Hirnkatheter. Wir gehen mit einem Führungsdraht bis in das Gefäß, das betroffen ist. Das machen unsere Radiologen und die sind da wirklich ziemlich gut dabei. Ja? Auch hier haben wir, da können wir ein bisschen länger mit agieren. Hier ist ja nicht so ein hohes Blutungsrisiko wie bei den Blutverdünnern. Man kann diese Therapien aber auch super kombinieren. Wenn man ganzzeitig da ist, kann man beide Therapien kombinieren und dann sind wir noch viel effektiver, als wenn wir nur eine Therapie anwenden würden. Ja, es erklärt sich aber, dass hier vor allem dann gut agiert werden kann, wenn der Schlaganfall an einem sehr großen Gefäß ist. Ja, da kommt man mit dem
Katheter gut ran. Je kleiner das Gefäß, desto schwieriger wird es da überhaupt ranzukommen. Hier haben wir sogar innerhalb, also wenn wir wirklich sehr gute Bilder machen, können wir auch bei Patienten, die sogar 24 Stunden nach Symptombeginn kommen oder wo man gar nicht weiß, die sind morgens mit dem Schlaganfall aufgewacht, kann man da noch eine Behandlung ansetzen. Also jetzt nicht denken, ach, jetzt habe ich es ja schon ein paar Stunden, dann bleibe ich wieder zu Hause. Und hier sieht man so ein bisschen, es gibt immer die Möglichkeit, dass Gefäße sich auch selbst wieder öffnen, spontan rekanalisieren, sage ich, wieder öffnen. Das ist so ungefähr bei einem Viertel der Patienten. Und wenn wir quasi zusätzlich eine Lysetherapie machen, sind es schon fast, nicht ganz, aber fast 50%. Und wenn man dann noch diese Thrombektomie, also diesen Katheter mit anwendet, dann sind wir schon bei über 80% der Gefäße, die wir wieder öffnen können. Das heißt aber nicht, dass jedes wieder eröffnete Gefäß gleich ein gutes Behandlungsergebnis ist. Das hängt wieder davon ab, wie schnell Sie im Krankenhaus waren. Ich wiederhole mich da ein bisschen. Und dann möchte ich Ihnen einmal noch zeigen, was man sonst noch machen kann. Nämlich im akuten Fall kann man bei verengten Halsschlagadern auch operativ agieren. Das machen unsere Gefäßchirurgen natürlich bei unserem Haus. Das heißt, man kann hier einen Kaltplug aus dem Gefäß rausschälen. Das ist tatsächlich ein Rausschälen, was man da macht. Und kann dann mit einer sensationellen guten Naht an einem wirklich kleinen Gefäß das Gefäß wieder verschließen. Und es ist dann quasi wieder durchgängig. Und synonym dazu könnte man das auch mit einem Katheter behandeln. Ja? Auch hier könnte man so ähnlich, wie man das vom Herzen kennt, kleine Stents in das Gefäß einsetzen und es quasi mit diesen Stents wieder öffnen. Der Nachteil ist, man muss vorübergehend zwei Blutverdünner nehmen. Ja? Deswegen greifen wir sehr viel häufiger zur Operation und das funktioniert auch ziemlich gut. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und würde einmal an Herrn Kohler abgeben, der ein bisschen was zur Schlaganfallstation und so weiter. So, hallo. Auch habe ich ausführlich berichtet für die akute Phase, was Sie genau machen, Rettungsstelle, werde noch für die stationäre Aufnahme genau. Ich werde anfangen mit, was genau ein Stroke und Schlaganfallstation. So. Die Patienten, die mit Verdacht auf Schlaganfall oder mit einem Schlaganfall landen auf einer Schlaganfallstation, ist Stroke Unit. Stroke Unit ist eine spezialisierte Station, wo ein Team von Therapeuten, Physiotherapeuten, Logopädie und Ergotherapie zusammen mit spezialisierten Pflegerinnen und Neurologen arbeiten, mit Ziel, das Risiko für einen Rezidivschlaganfall oder Komplikationen zu reduzieren. Für optimale Versorgung der Patienten. Dann es gibt auch Kollaboration mit anderen Fachgebieten wie Kardiologie, Neuradiologie, Gefäßchirurgie und Neuroradiologie. Die optimale Versorgung von einem Schlaganfall, jedes Schlaganfallpatient soll in eine Stroke-Unit aufgenommen werden und wie ich früher gesagt habe, das Risiko zu reduzieren von Rezidiv und auch Diagnostik zu machen, die Ursachen des Schlaganfalls zu Diagnostik zu machen, die Ursache des Schlaganfalls zu klären. Stroke Unit wurde entstanden seit 1994 ungefähr. Die erste Stroke Unit in Deutschland. Mittlerweile gibt es ungefähr 330 zertifizierte Stroke Units und Schlaganfallstationen. Und das Gutsiegel einer Stroke Unit erhält nur Schlaganfallabteilungen, die bestimmte kontinuierliche aktualisierte Qualitätskriterien erfüllen. Unsere nächste Zertifizierung ist nächsten Monat und dauert ca. 3 Jahre. So. Es gibt eine klare Evidenz, dass die Behandlung von Patienten in Stroke Unit laut der aktuellen Leitlinien von 2020, 2K-Leitlinien, alle Studien zeigen, dass die Patienten deutlich profitieren. Mortalität ist deutlich reduziert zwischen 18 bis 46%, abhängig von Studien, in Deutschland ca. 33%, die aktuelle Studien. Risiko einer Abhängigkeit und Pflegebedürftigkeit wurde ca. 29% reduziert. Dieser Effekt ist unabhängig vom Geschlecht und Alter der Patienten und auch von Schlaganfall. So, Blutung, ischämische Schlaganfälle und auch Ätiologie, unabhängig von Ätiologie. Was wir sehen für Outcome ist, dass die Patienten von einer Stroke-Unit-Behandlung deutlich profitieren. Und das eigentlich beste Outcome ist wirklich abhängig von dieser Behandlung. Die Frage ist genau, was passiert im Stroke-Unit? So,
Patienten kommen auf Station und dort erstmal wurde die Anamnese, das ist ganz wichtig für uns, die familiäre Anamnese, ob in Familie Schlaganfälle oder andere kardiovaskuläre Erkrankungen, Beruf und auch Vorerkrankungen, Medikamente, das spielt eine große Rolle. Dann werden die Patienten regelmäßig auf Station untersucht. Es gibt ein System, so in Stroke Unit, die Patienten wurden mindestens viermal täglich untersucht, so um 8 Uhr morgens, 14 Uhr, 20 Uhr und 0 Uhr. Sicher, es gibt auch einen Facharzt als Visiker. Regelmäßig wurde dort Blutdruck gemessen, so alle 20 Minuten bei bestimmten Fällen. Wir machen auch kontinuierliche Messungen, basierte Messungen der arteriellen Zugang. Und abhängig davon behandeln wir die Patienten medikamentös. So. Dazu ist auch gehört die Puls. Wir kontrollieren, ob eine Tachykardie ist, ob Herzschlag oder weniger bei der Tachykardie. Und auch wir können abhängig von diesem Monitoring auch reagieren, medikamentös den Patienten zu behandeln. Zum Komplexbehandlung gehört auch Temperaturmessung. Wir messen mehrmals pro Tag Temperatur und auch Atemfrequenz und Sauerstoffsättigungen. Dazu ist auch die täglich, wir machen auch Laborkontrollen. So wichtig bei Schlaganfallpatienten ist, in die ersten Tage eine Desregulation von Elektrolyten, Blutzucker auch und das ist wichtig, dass die Regel mindestens viermal, fünfmal pro Tag Blutzucker aufmessen und Laborwerte mindestens einmal pro Tag. Bei Patienten, die wir auch denken, dass eine Herzrhythmusstörung, können wir auch im Stroke Unit ein EKG machen oder bei Patienten, die auch eine Herzenzymerhöhung oder andere kardiale Erkrankungen, können wir auch ein EKG regelmäßig im Stroke Unit machen. Überwachung ist wichtig in der Station. Bei bestimmten Fällen, bei Patienten, die schwer betroffen sind oder bei Patienten mit einer Hirnblutung oder mit großem Schlaganfall, können wir auch anordnen, regelmäßig auch von uns, aber auch von Pflegepersonen, Vigilanz kontrollieren. Es werden auch Pupillenkontrolle und etc. Wichtig ist auch auf Stationen, regelmäßig zu schauen, wie viel Flüssigkeit die Patienten bekommen und fürs Ausschalten. So entweder wir dokumentieren, wie viel die Patienten schaffen zu trinken oder auch wie viel wir IV Flüssigkeit geben. Und dazu auch, wie viel Urin pro Tag. Und abhängig davon können wir auch regulieren, so mit Medikamenten behandeln. Ernährung ist ganz wichtig, entweder die orale Ernährung oder parenteral oder auch also gastrale Sonde. Wir kontrollieren, wir können die Behandlung der Story und so. Die Diagnostik von bei Schluckenstörung ist auch auf Station stattgefunden. Es gibt bei Aufnahme grob wurde von uns Pflegepersonell die Patienten einen Schlucktest gemacht. Bei Patienten, die wir nicht so sicher sind, dass eine vielleicht eine Schluckstörung erstmal bei den Patienten in der Nacht kommen, kriegen erstmal nur Flüssigkeit am nächsten Tag. Es gibt immer bei Aufnahme eine Kontrolle von der Kopie und von uns wieder und abhängig von Schluckstörung oder auch Patienten ernährt. Wichtig ist auch die Überwachung, Versorgung von Druckstellen, regelmäßig von Pflegepersonal wurde kontrolliert, die Patienten wurden gelagert von Therapeuten und Pflegepersonal. Was genau im Stroke Unit ist ganz wichtig, dass wir haben die Möglichkeit, schnell zu reagieren, wenn die Patienten behandeln, häufig zwei Drittel von Schlaganfallpatienten, die ersten Tage bekommen zum Beispiel einen Infekt und das spielt eine große Rolle für den Outcome von Patienten. Ist wichtig mit Temperaturmessung zum Beispiel oder Labormessung, sicher klinisch auch, schnell zu reagieren und die Patienten mit übersenkenden Medikamenten zu behandeln oder Antibiotika. So, in der Regel bleiben die Patienten auf Schlaganfallstation circa 3 Tage, das gehört zur Komplexbehandlung, 3 bis 5 Tage, selbstverständlich. Patienten, die schwer betroffen sind oder Patienten, die auch einen schweren Infekt oder Patienten, die ein Delir und aus welchem Grund können auch länger auf Station bleiben, auf Schlaganfallstation.
Im Verlauf verlegen wir die Patienten auf unsere Normalstation. Wir haben 18 Bäder in IFK, Station 3. Und wenn dann die Patienten stabil, entweder wir entlassen die Patienten und später gehen in die Reha, nach AB, oder die schwer betroffenen Patienten verlegen wir direkt in die Reha. Wir haben auch die Option für Patienten, die ein bisschen älter sind, älter als 80 und viel auch internistische Vorerkrankungen. Es gibt auch die Option für eine geriatrische Komplexbehandlung. Zurzeit, es gibt in der IFK keine Geriatrie, aber wir können die Patienten nach Prenzlau. Therapie beginnt auf Schlaganfallstation am Tag 1. Es gibt immer einen Aufnahmebefund von unseren Therapeuten, Physiotherapie, Logopädie und Ergotherapie. Natürlich Mobilisation. Wir treffen uns immer um 8.30 Uhr bei Übergabe zusammen mit Therapeuten und Pflegepersonal, besprechen die Patienten und wir entscheiden zusammen, abhängig vom allgemeinen Zustand, wie weit sollen die Patienten eine Therapie bekommen. Die Ziele der Physiotherapie ist die Förderung und Besserung der Koordination. Das ist wichtig bei Patienten mit Lähmungen, die Förderung und Besserung der Motorik. Die Therapeuten versuchen auch, die Patienten frühzeitig zu mobilisieren. Das Ziel ist auch Steigerung der AD-Kompetenz der Patienten. Und die bei Spastifunktionsstörungen, natürlich, das sind bei Aufnahmen, das ist, kommt später, ist die Muskelentspannung und Vermeidung von Versteifung. Zum Logopädie gehört die Behandlung von Sprachstörungen und von Patienten mit Wortfindungsstörung haben oder Verständnisstörung und Sprechstörung, so eine Dysarthrie. Und dazu auch ist die Besserung und Erhalt des Schluckvorgangs. In die Ergotherapie, die Patienten bekommen auch bei Lähmungen auch bekommen täglich Therapie, so bekommen auch Beschäftigung und auch gehört dazu Gedächtnis- und Konzentrationstraining und die Verordnung von Sitzmitteln für zum Beispiel Rollator oder Rollstuhl. Unsere Stroke Unit ist 24 Stunden natürlich verfügbar, 7 Tage pro Woche. Und genau, auf Station, ich wollte nochmal die Diagnostik, die wir machen, auf Stroke Unit, auf unsere Normalstation später, gehört die Doppelsonographie und die Doppelsonographie der Kiefersonnengefäße. Transvolakalkardiographie, Transophagealkardiographie. Die Transvolakalkardiographie ist eine Herzecho, wurde von unserer Internistin. Ich habe einen Internisten auf unserer Station im WFK. Und die Transophagealkardiographie wurde von unserer Kardiologin. Dazu abhängig von, ja, diese Abklärung von Infarktologie gehört auch Labor, Labordiagnostik. Die Duplexsonographie ist ganz wichtig. Weil mit dieser Untersuchung können wir schauen, ob Verkalkungen, Gefäßverkalkungen in so Arteriosklerose, die Halsarterien, auch Habermann hat auch gezeigt, was wir machen können, entweder gefäßchirurgisch eine Operation oder neuroradiologisch eine Stentimplantation, Gefäße frei zu machen. Die Transvolakale und Transvagiale Kardiographie ist auch wichtig. Nochmal zu schauen, ob eine Herzinsuffizienz und auch zum, die gehört auch zur Abklärung von Äthiologie von Schlaganfall. Das ist wichtig, weil abhängig von Äthiologie können wir auch die Patienten medikamentös behandeln. Die Langzeitblutmessung und Langzeit-EKG ist auch, die selbstverständlich machen das nicht im Stroke-Unit, weil sowieso die Patienten sind im Monitor. Wir machen das, wenn die Patienten am nächsten Tag auf unsere Normalstation verlegt wurden. Dort machen wir die 24-Stunden-EKG-Messung. Ziel ist zu schauen, ob die Patienten eine Herzinfarktstörung, wie zum Beispiel ein Vorhofflimmer, bei bestimmten Fällen können wir 48 Stunden das und dort entfällt später auch zu wiederholen. Und auch Langzeitblutdruckmessung auf Normalstation. Ziel ist auch, Risikofaktoren zu behandeln.
wollte ich hier zeigen, dass Schlaganfall unabhängig von Etiologie, so die Blutung und Infarkte, Bluthochdruck, Rauchen, Diabetes und Hypercholesterämie und Alkohol sind Faktoren, die die Risikofaktoren für einen Schlaganfall. Es gibt mehrere Studien, die wollen nur hier einen zeigen, dass das Schlaganfallsrisiko verdoppelt, sich hier der Blutdruck erhöht um ca. 20 mm HG. Aus diesem Grund die Frühbehandlung und auch die chirurgische sekundäre Prophylaxe Behandlung von Patienten nach einem Schlaganfall. Blutdruckbehandlung ist wichtig. Diabetes verdoppelt auch das Schlaganfallrisiko, das ist auch, muss man das Telefonmessage, das ist ganz wichtig. Die Frühbehandlung auch im Stroke und später auch auf Normalstation und dann weiter Kontrolle und gegebenenfalls auch längere Behandlung. Alkohol auch spielt eine Rolle, verdoppelt das Schlaganfallrisiko. Es gibt auch einige Studien, die zeigen, dass Alkohol Maßen schützt. Aber Maßen bedeutet einmal pro Woche. So, ich habe ja auch gesagt, dass ganz genau, wir brauchen die EKG-Kontrolle, eine frühzeitig eine Vorhofflimmer zu diagnostizieren. Bei Schlaganfällen, die eine, bei Bolzschlaganfällen, wir können vielleicht länger die Langzeit-EKG, 48 Stunden so führen. Genau, wichtig ist Blutdruck, Cholesterin, dazu auch eine Bewegung und gesund versuchen zu. Und ich wollte noch kurz über die sekundäre Prophylaxe laufen. Die aktuellen Leitlinien, die Ziel ist eine Cholesterin. Jeder Schlaganfallpatient soll fast jeder Schlaganfallpatient, es gibt natürlich auch Subgruppen, aber im Prinzip Schlaganfallpatienten sollten eine Cholesterin senkend bekommen. Zielwerte sind 1,8 Gramm pro Liter. Statin hat auch nicht eine direkte nominierende Wirkung zum Fettsenken, aber auch zum akuten Phase spielt auch eine Rolle zur Autoregulation und Immunregulation. Und genau, wir fangen bei Patienten die erste Tag mit Statin. Thrombozytenaggregationshemmer ist auch wichtig, ICS oder Plavix beim Schlaganfallpatienten. Und abhängig von Ethiologie bei hessischen Störungen, wie zum Beispiel Hochhofflimmern, dann es gibt Indikationen für eine direkte Radioangulation, Noax oder Vitamin Kappa-Antagonisten. Ziel ist, innerhalb 48 Stunden von Infarkt anzufangen. Selbstverständlich bei Patienten, die eine systemische Hüse bekommen, muss man erstmal ausschließen eine sekundäre Blutung. Wir machen nächste Tage eine komplette Tomographie und wenn eine Blutung ausgeschlossen wurde, dann hängen wir an mit ISS. Die Entscheidung für Antikulation bei Hochhofflimmer ist basiert im Sattler Score. Ist ein Score, das wir benutzen, die Entscheidung bei Schlaganfallpatienten. Die kriegen sowieso 2 Punkte, also das bedeutet, es gibt eine Indikation für eine Behandlung. Natürlich, jede Entscheidung ist individuell, aber im Prinzip es gibt keinen richtigen Grund, nicht die Patienten zu behandeln, unabhängig vom Alt und auch. Häufig kommen zu uns Patienten, die zum Beispiel die nichts, keine Radioregulation, weil die ein- oder zweimal gestürzt sind. Und Sturzrisiko im Prinzip ist keine relative, also nicht die Komplikation. Die Frage, wann zu beginnen mit Radioregulation, das ist eine, was passiert in dieser Score-Entscheidung, NICS, diese Regel von 1, 3, 6 und 12, abhängig von wie schwer betroffen sind Patienten mit einer transitorischen chemischen Attacke können sofort anfangen. Patienten, die leicht betroffen sind, mit einem Score weniger als 8, die ersten 3 Tage. Und die Patienten, die schwer betroffen sind, bis 14 Punkte in diesem Score, das hat Frau Hallmann erzählt. Wir können in 6 Tage und bei schwer betroffenen Patienten später, um das Blutungsrisiko zu reduzieren. Schlaganfallstopp und Behandlung, Zusammenfassung neurologische komplexe Behandlung bedeutet die 24 Stunden ärztliche Anwesenheit. Dort
So in unserem Studium ist immer für unsere Schule ein Arzt, wo regelmäßig Patienten score, 24 Stunden Monitoring ist auch, gehört dazu, so Blutdruckmessung, Puls, Atemfrequenz, die Möglichkeit zum einen Computertomographie und Indikation, ja oder nein, Analyse, innerhalb von 6 Minuten. Und die Möglichkeit auch Diagnostik weiterzuführen, theologische Diagnostik, die Schlaganfallursache zu klären und die Physio, Ergo und Logopädie zusammen mit welchen Personal die komplex behandeln. Genau. Das war's. Guten Abend, ich hoffe, man kann mich gut hören. Mein Name ist Mara Buchertz, das ist Diana Schanz. Wir sind beide examinierte Pflegekräfte auf das Turkinet im Standort Werner Forstmann Krankenhaus und möchten Ihnen heute an einem praktischen Beispiel darstellen, wie wichtig eine Lysetherapie beim akuten ischämischen Schlaganfall ist und fassen sozusagen die umfangreichen Vorträge nochmal zusammen. Genau. Unser Fallbeispiel handelt um Herrn Meyer. Herr Meyer ist 69 Jahre alt und seit 5 Jahren im Ruhestand. Er hat einen hohen Blutdruck und nimmt seine verschriebenen Medikamente ein, aber natürlich nur, wenn es ihm nicht so gut geht. Herr Meyer ist auch dem guten Essen nicht sehr abgeneigt. Und zudem kann er auch nicht mit dem Rauchen aufhören. Außerdem treibt er regelmäßig Sport, ne? Allerdings nur vor dem Fernsehen sitzend vor der Sportschau. Montags 9 Uhr. Herr Meyer und seine Frau frühstücken wie immer zusammen und er liest seine Zeitung und redet mit ihm. Plötzlich lässt er die Zeitung fallen und seine Frau bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Frau Meyer bemerkt, dass er desorientiert wirkt und sehr verlangsamt im Denken und Handeln ist. Sie hat natürlich große Angst und bemerkt, als sie ihn anspricht, dass er undeutlich antwortet. Seine rechte Körperhälfte hängt schlaff runter und er ist auch im Begriff vom Stuhl zu fallen. Notruf. Frau Meyer reagiert sofort und natürlich sehr richtig und wählt die Notrufnummer 112. 9.10 Uhr. Der Rettungswagen trifft bei Familie Meyer ein. Herr Meyers Zustand ist unverändert, er spricht verwaschen, er wirkt desorientiert, die rechte Körperhälfte ist gelähmt. Herr Meyer wird sofort notfallmedizinisch versorgt, ein EKG wird geschrieben, der Blutdruck wird gemessen, der natürlich etwas zu hoch ist für seine Verhältnisse und Herr Meyer bekommt einen venösen Zugang, wo auch eine Infusion angeschlossen wird. Das Notfallteam macht sich umgehend auf den Weg und informiert das ansässige Krankenhaus mit zertifizierter Stroke Unit, dass mit einem Schlaganfallpatienten unterwegs sind. Natürlich ist es gut, wenn wir wie in Eberswalde, Standort Werner Forstmann Krankenhaus, eine überregionale zertifizierte Stroke Unit haben. In der Notaufnahme wird nun der Stroke-Alarm ausgelöst. Das bedeutet, der Neurologe wird informiert, dass er an der Rettungsstelle zu kommen hat. Die Stroke-Unit wird informiert, dass sie eventuell ein Bett freimachen soll und auch im CT, in der Radiologie, wird Bescheid gegeben, dass sie das CT bzw. MRT für den kommenden Patienten freihalten soll. Die Rettungssanitäter übergeben an einen Neurologen den Patienten, also an Herrn Meyer. Der Neurologe macht seine neurologische Untersuchung und stellt fest, Hemiparese rechts, also die schlappe Halbseite, eine Dysarthrie, immer noch die babaschen Sprache und Herr Meyer ist weiterhin desorientiert. Auch in der Notaufnahme werden nochmal alle Vitalzeichen kontrolliert. Der RR, also der Blutdruck, ist weiterhin erhöht. Die anderen Vitalzeichen sind im Normbereich. Jetzt wird nochmal eine Blutentnahme durchgeführt und falls noch nicht vorhanden, ein Zugang gelegt. Alle Zeichen deuten darauf hin, dass dieser Patient einen Schlaganfall hat. Jetzt müssen wir natürlich noch ausprobieren, ob es sich um einen Blutdruck handelt oder wirklich einen Schlaganfall. Das geht am besten und am schnellsten mit einem CT. 9.40 Uhr. Herr Meyer befindet sich in der Neuroradiologie. Hier ein Beispiel zu einem CT-Bild bei einem Schlaganfall. Da Sie jetzt alle Schlaganfallexperten sind, hätten wir die Stelle wahrscheinlich auch gar nicht markieren brauchen. Wir sehen in dem Bild keine Blutung, was ein Glück für Herrn Meyer ist, denn Herr Meyer kann somit die Lysetherapie erhalten. Er wird also für die nächsten 24 Stunden zum künstlichen Bluter gemacht. Ziel ist es nämlich jetzt, das Gehirn so schnell wie möglich wieder mit ausreichend Blut zu versorgen und Sauerstoff, damit die Stoffwechsellage wieder optimal laufen kann. Jetzt müssen wir noch die Risikofaktoren abklären. Das machen wir am besten mit Frau Meyer, da der Herr Meyer noch ein bisschen desorientiert scheint. Wichtig ist das Zeitfenster. Wir haben ab jetzt nämlich 4,5 Stunden Zeit, das Blutgerinnsel aufzulösen oder zu entfernen.
Die Frage ist, ob er in den letzten 3 Monaten vielleicht schon mal einen Schlaganfall erlitten hat oder einen Herzinfarkt oder eine Hirnblutung. Denn das würde die Lysetherapie ausschließen. Oder ob eine größere OP stattgefunden hat. Wichtig ist auch zu wissen, ob Herr Meier vielleicht blutverdünnende Medikamente einnimmt, zum Beispiel Eliquis oder Xarelto. Denn dann müssten wir wahrscheinlich noch das Laborergebnis abwarten. Herr Meier in unserem Beispiel hätte ebenso gut auch vom Stuhl fallen können und sich verletzen können. Wenn er sichtbare größere Verletzungen hat, dürften wir die Lysetherapie auch nicht durchführen. Das Körpergewicht spielt auch eine große Rolle, da dieses Medikament gewichtsadaptiert verabreicht wird. Denn nun gilt es, so schnell wie möglich zu handeln und zu retten, was zu retten ist. Denn wie gesagt, time is brain. Und jede Minute, die das Gehirn ohne Sauerstoff hat, stirbt etwas ab, was wir nicht wiedergewinnen können. Also zurück zu Herrn Meier. 9.50 Uhr. Zurück vom CT. Therapiemöglichkeiten sind erstens die systemische intravenöse Lysetherapie, die heute schon beschrieben wurde, oder zweitens, ähnlich wie beim Herzkatheter, ein Katheter fürs Gehirn, wo der Thrombus entfernt werden soll. Noch in der Notaufnahme wird mit der systemischen Lyse bei Herrn Meier begonnen und währenddessen auf die Stationsdurkline gebracht, sofern ein freies Bett vorhanden ist. Nochmal kurz zur Stroke Unit. Stroke bedeutet Schlag, daher Schlaganfall. Unit bedeutet Einheit, also eine umfassende Station zur Behandlung von Schlaganfallpatienten. Diese Behandlung besteht aus einem gebündelten Team von Pflegekräften, Ärzten, Physiotherapeuten, Logotherapeuten, Ergotherapeuten, Sozialarbeitern und Neuropsychologen. Eine kontinuierliche Überwachung anhand eines Monitors für alle Vitalparameter ist 24 Stunden auf das Stroke Unit gegeben. Damit können wir schnell Risikofaktoren erkennen und eventuell auch schnell handeln. Die Physiotherapeuten beginnen ab Tag 1, den Patienten wieder zu mobilisieren, um Muskelverspannungen zu hemmen und auch das richtige Körpergefühl dem Patienten wiederzugeben. Logopäden prüfen die Sprach- und Sprechstörungen und gucken, ob vielleicht auch eine Schluckstörung vorliegt. Die Ergotherapeuten fördern ab dem ersten Tag die Selbstständigkeit des Patienten im körperlich, geistlichen und sozialen Bereich. Sozialarbeiter organisieren die Anschlussheilbehandlung, also eine Reha, und Psychologen kümmern sich um das seelische Wohlbefinden des Patienten und auch um die Angehörigen. Jeden Tag stehen wir im engen Austausch, mindestens einmal am Tag treffen sich alle Berufsgruppen zusammen und tauschen sich aus. Und nun wieder zurück zu Herrn Meier. Die Lysetherapie bei Herrn Meier läuft. Herr Meiers Sprache ist während der Lyse bereits deutlich klarer geworden. Er kann die Finger der rechten Hand minimal bewegen, die Lysetherapie ist beendet. Herr Meier hat die Lyse ohne Zwischenfälle gut überstanden. Nach der Lyse. Monitoring 24 bis 72 Stunden auf der Stroke Unit, Kontroll-CT einen Tag später, Dopplersonographie, also ein Ultraschall der Halsgefäße. Risikofaktoren werden analysiert, um erneute Infarkte zu vermeiden. Medikamente müssen angepasst werden, gegebenenfalls ASS als Prophylaxe, als Blutverdünner und die Veranlassung einer Reha. Das interdisziplinäre Team auf einer Stroke Unit konzentriert sich darauf, dass der Patient so schnell wie möglich behandelt wird und mit dem bestmöglichen Ergebnis das Krankenhaus und anschließend die Reha verlassen kann. Fazit also, je schneller der Patient das Krankenhaus erreicht, desto größer seine Chancen, die Fähigkeiten und Fertigkeiten zu behalten. Das war ein Idealbeispiel mit Herrn Meier. So sollte es eigentlich jeden Tag in Deutschland laufen. Nur leider ist das viel zu selten. Deshalb nochmal kurz zusammengefasst. Wie viel Zeit haben wir, um ins Krankenhaus zu kommen? 4,5 Stunden, um das Blutgerinnsel zu lösen oder zu entfernen. Die Symptome, Sie kennen sich jetzt aus, sind welche? Sehstörung, richtig. Lähmung einer rechten Körperhälfte, Desorientiertheit, Sprachstörung, Sprechstörung oder auch plötzlich auftretender Schwindel. Ein Schlaganfall tut in der Regel nicht weh, deswegen zögern viele und rufen noch nicht den Rettungsdienst. Vertrauen Sie Ihr Bauchgefühl und rufen Sie die 112. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.